Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Infected. Ich habe schon ein bisschen was gebaut. Es ist doch jetzt gleich schon die erste Nacht gewesen. Das heißt, ich habe noch nicht viel gemacht. Wir stellen uns jetzt hier mal wieder drunter, weil dann kommen die ja wieder angelaufen und hauen hier gegen die Möbel. Und beziehungsweise, ich glaube, wir stellen uns erstmal oben hin und warten, bis sie kommen. Und dann können wir uns immer noch drunter stellen. Moment, wenn die das Ding hier weghauen. Müsste ich ja auf dem dann Ding hier drauf schweben, oder? Weil das hat ja kein Ding da unten. Mal gucken. Mal gucken. Erstmal ist da, der erste ist gespawnt. Es geht gleich das Hauen los. Oder? Hab ich das gerade eingebildet, dass er gespawnt ist? Anscheinend. Nee, da ist nichts. Lul. Lul. Ah, da hinten. Okay. Okay. Oh, die machen mein Haus kaputt! Warum? Warum? Aufhören! Nein! Nein! Stopp! Was zum Teufel? Warum? Wo ist der letzte? Ach komm. Da ist er. Nee, Finger weg von meinem Haus. Finger weg von meinem Haus, also. Ich glaub's ja wohl. Oh Mann. Das ist natürlich mies. Das ist natürlich mies gelaufen. Aber richtig mies. Oh, das ist ja unglaublich. Ehrlich, unglaublich. Haben die einfach angefangen, mein Haus kaputt zu machen? Weil die nicht an mich rankamen, ne? Die haben sich auch gedacht, du wirst schon runterkommen. Oh Mann. Das Zeug kriegst du ja auch nicht wieder. Ach, Scheiße. Gut. Ach so, das Spiel ist noch einer vorbei. Ich bin jetzt echt pisst. Ich habe jetzt nicht mal mehr eine Treppe da oben. Was für ein Mann! Ey, unglaublich. Ehrlich, unglaublich. So eine Treppe hatte ich. Nein, die stand andersrum. Ich bin ein bisschen traurig. So. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh, jetzt muss ich Holz holen gehen. Ja, wir müssen jetzt Holz holen gehen, bevor wir schlafen gehen. Ich habe übrigens den einen Extrahierer schon aufgebaut in der Höhle. Das heißt, wir werden gleich, wenn wir loslaufen, gucken, was der so produziert. Ja. Ansonsten würde ich tatsächlich dann noch die Materialien für einen weiteren mitnehmen. Weil wir laufen ja jetzt zur nächsten Stadt. Demnächst. So. Und ja. Aber unglaublich. Weil die nicht an mich dran kamen, oder? Oder ist das so, weil jetzt die Zeit war, dass sie mal was kaputt machen? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ärgerlich. Sagen wir es mal so. Toll. Jetzt bin ich noch in der Wand. Oh Mann. Naja. Kannst du Macke nix, musst du gucken so. Ja. Das ist.
Ich supposed die. Ich fand da nicht hin. Okay. Moment. Ich hatte es gerade. Ja, da. Mama, komm. Komm. So, super. Ja. Haut doch mich und nicht die Wand. Nehmen wir alles mit. Aber immerhin können wir jetzt da hochgehen und schlafen. Ja, so kann man halt doch noch durchgucken. Super. Was ist denn? Hast jetzt Durst? Ach, wir haben nichts. Dann isst er halt. Oh Mann. Weil ich wollte schlafen gehen und dann habe ich irgendwie gemerkt, upsie. Upsie. Naja. Oh, das ist so ärgerlich, ne? Also die Bretter habe ich hier schon überall verteilt. Hier habe ich. Stimmt, ich brauchte ja nur noch die anderen. Und dann ist plötzlich Nacht geworden. Und dann passiert sowas. Nee. Ich könnte dann überlegen, ob ich das offen lasse. Ich hätte hier noch so eine hinmachen können. Wisst ihr? Aber steht nicht hier direkt. Ja, direkt hier drauf steht doch was. Also, nein. Kann ich nicht direkt machen. Machen wir nicht. So, funktioniert nicht. Okay. So, gucken wir mal hier rein. Das ganze Jude-Zeug. Ah, ich glaube, ich habe noch nicht genug zusammen. Um ehrlich zu sein. Es war ja auch noch nicht geplant, dass wir es jetzt beenden. Nee, wir haben bei weitem noch nicht genug. Okay. Dann geht's auch noch nicht. Okay. Hier kommt auch nicht viel bei rum. Naja, jetzt wieder ein bisschen. Ein bisschen was. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, nach einem kleinen Päuschen geht's dann weiter. Also ein kleines Päuschen für euch. Ich bleib da. Ich werde jetzt nochmal Sachen herstellen. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube, ich kann aus dem Aluminium kann ich doch schon Dosen formen, oder? Genau. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich es tun soll, weil ich eigentlich oben noch den Ofen habe. Ist das ein Bär? Es klang nach einem Bären. Es klang vor allem nach einem Bären, der mich schon entdeckt hat. Ja, der kommt direkt her. Der haut jetzt schon wieder. Nee. Hör auf damit. Ey, ohne Witz. Diese aggressiven Handlungen von diesen Tieren, ne? Scheiße. Jetzt muss ich ihn auch mit meinem Gesicht denken. Oh Gott. Ey, ohne Witz, ne? Diese aggressiven Handlungen müssen aufhören. Ich werde euch alle umbringen, Tiere. Alle umbringen. Okay, ich schmeiß den jetzt oben in die Küche. Und würde dann tatsächlich weiter Holz holen, brennen und jetzt auch Essen herstellen. Wasser abkochen. Und nachdem ich das alles gemacht habe, sobald wir dann wieder losgehen, würde ich euch dann dazu holen. Ich schmeiß es mal hier aufs Bett. Sofa ist ja noch nicht fertig. So. Schlaf gut. Er ist halt auf jeden Fall größer. Oh, Moment, so eine Bärenstatue. Moment. Hier in die Ecke. Ich will eine Bärenstatue. Hallo.
Okay. Funktioniert nicht ganz, aber. Okay, so. Also, dann haben wir nämlich auch reichlich zu essen dabei, wenn wir dann, wenn es dann wieder weitergeht. Hallo und willkommen zurück. So. Also, es ist Sommer. Es ist heiß geworden. Ich habe jetzt schon einen Haufen Stoff hergestellt. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir brauchen für die Kleidung. Und dann müssen wir nämlich gucken, dass wir jetzt Sommerkleidung anziehen. Also viermal Tuch und sechsmal Tuch. Also viermal Tuch. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Und sechsmal Tuch ist die Hose. Perfekt. So, dann haben wir die auch gleich an. Dann ist es auch gleich nicht mehr so heiß. Weil es ist halt schon, ne? Ein bisschen was. Ein bisschen was ist es. So, und dann werden wir noch einen Hut brauchen. Was ist das? Pflanzen. Ah ne, wir brauchen keinen Hut. Weil wir haben, ne? Ich würde trotzdem, passt auf, ich würde trotzdem eins herstellen. Erhöht deinen Sonnenwiderstand um 50%, minus 5 Hitze, plus 1 Schutz, minus 3 Hitze. Passt auf, den Bergbauhelm. Oh, ich habe keine Lust, die ganze Zeit mit dem Bergbauhelm in der Tasche rumzulaufen. Aber wenn es halt wirklich zu heiß ist, wäre halt so ein Hut viel, viel besser. Viel, viel besser. Okay, wir lassen es erstmal so, wie es ist. Wir werden ja sehen, wie es läuft. Entschuldigung. Irgendwie, keine Ahnung. Gerade angefangen aufzunehmen und dann sowas. Davor war nix. Nix war davor. Mir ging's mir gut. Okay. Wie ist das Tageswetter? Ja, ich habe zwischendurch den Bären zerlegt. Der hängt jetzt hier. Und da kam mir ein neuer. So, man kennt's. Aber es wird schon Abend, ne? Also macht nicht viel Sinn, jetzt loszugehen. Andererseits, wir haben die Lampe auf dem Kopf. Wir können aber genau. Oh, das habe ich mit euch ja gar noch gar nicht gemacht. Wir schauen mal vorne vorbei, weil wir waren ja noch gar nicht zusammen hinten bei der Höhle. Und haben reingeschaut, was überhaupt da produziert wird. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich sehe gerade Speer. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Speer, beziehungsweise zwei Speere herstellen. So, dann müssen wir mal gucken. Ach komm, du bist doch fit. Es ist Kupfer. Nice. Nice, 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 nice. Kupfer habe ich auch gebraucht. Und deswegen super, super. Das heißt, wir schmeißen jetzt noch alles in die Kiste, was wir brauchen. Und dann würde ich mich auch auf den Weg machen. Ich würde tatsächlich auf dem Weg diesmal mal ein bisschen anders machen. Und zwar würde ich das so machen wie in Star Sand, dass ich den langen Weg einfach zusammenschneide. Ne? Beziehungsweise, ja, beschleunige. Ne? So dass ihr halt einfach nur seht, wie ich laufe. Und falls irgendwie irgendwas passiert, dann seht ihr das auch. So, aber es dauert dann halt nicht so lange, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten hier durchlaufe. So, wir nehmen noch einmal davon mit. Fleisch haben wir hoffentlich genug für unterwegs. Ah, seht ihr, wir können das eigentlich schon mal wegschnabulieren und hier lassen. So, die Dosen lassen wir hier. Dann können wir die Steine reinschmeißen und dann, ja. Dann schlafen wir nochmal und selbst wenn es Nacht ist, wir laufen dann los. Ich guck mal. Tam, tam, tam. So. Oh, fast. Fast, fast, fast. So, kommt da noch was drauf an, was in dem anderen. Weil hier haben wir auch noch mal vier Stück. Oh, wir könnten sogar einmal einschmelzen. Einmal einschmelzen. Ja, das machen wir, wenn wir wiederkommen. Weil jetzt ist es blödsinnig. Weil ich habe das Ding ausgemacht. Weil sonst. Ich meine, ja, wir haben genug Kohle, rein theoretisch. Aber man muss es ja trotzdem jetzt nicht verbrennen lassen. Wisst ihr, was ich meine? So. Also. Man hat noch Bretter und Nägel gebraucht, ne? Ja, wir haben noch Bretter und Nägel gebraucht. Wir haben noch Bretter und Nägel gebraucht.
Weil ich habe noch nicht so viel. Ich muss gleich nochmal nachzählen. Es waren ja 18 Dinger, die man gebraucht hat. Das sind 2, 4, 6, 7, 8, 10. Ne? 2, 4, 6, 8, 10. Genau. Das heißt, fast voll. Dann hat man noch Bretter und Nägel gebraucht. Weil, wie gesagt, ich würde das Ding dann halt einfach gerne gleich hinstellen. Dann hat man's. Okay, es ist alles beschriftet. Ich brauche ja noch Nägel. Da ist der Amboss. Dum, dum, dum. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr darauf geachtet, wie viel ich noch gebraucht habe. Eins noch. So, dann kommen die Nägel noch mit rein. Das Stück Eisen kommt wieder zurück. Ansonsten, wie viele Bretter habe ich denn gebraucht? Da, 18 Barren habe ich, 8 Nägel habe ich und 8 Brett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, zu wenig. Ich laufe jetzt einfach mal kurz so hin. Ich nehme den Wagen nicht mit, weil, ja. Ach nee, ich werde sowieso. Moment, ich werde doch sowieso die Bretter herstellen müssen. Dann kann ich doch gleich die fertigen Klötze mitnehmen auf dem Weg. Ja, das machen wir so. Aber ist eigentlich auch. Passt auf, wir machen das hier, weil wir hier 3 Stück haben. Wir werden drüben sowieso, weil wir ja auch so eine kleine Basis bauen wollen. Wobei es blödsinnig ist. Es reicht ja, wenn ich einfach nur ein Bett herstelle. Na gut. Also, folgendermaßen. Es reicht ja, wenn ich nur ein Bett herstelle. Ein Bett. Und einmal was zum Wasser abkochen. So, mehr brauche ich ja eigentlich für unterwegs nicht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall ein paar Steinchen brauchen. Für das Ding hier. Ein paar Steinchen. Die restlichen Bretter nehmen wir mit. Zwecks Bett. Baumfällen können wir auch. So. Was ich auf jeden Fall brauchen werde, ist Waffe. Das heißt, ich werde jetzt hier die Waffe da rein. Und ich glaube, ich werde den Bogen wieder mitnehmen. Weil ich ja wieder ein paar Pfeile habe. Nee, ich vertraue dem Bogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe. Schaut mal. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem Bogen eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Also warum sollte ich ihn jetzt mitnehmen? Das ist voll. Okay, dann nehmen wir noch einmal. Noch einmal hier tierisch, tierisch. Einmal davon. Dann brauchen wir hier, brauchen wir 5. Zack, zack. 5. Ach, come on. Und dann Stückchen, 3 Stück. Ja, ich muss raus, bevor er anfängt zu hauen. Okay. Er war schon im Haus drinne, als er angefangen hat zu brüllen. Ja, ist okay. Ist okay. So, da haben wir auch eine Menge Kupfer. Weil werden wir auch noch brauchen. Kupfer. Zur Genüge. Okay, dann stellen wir schnell ein Dings her, weil da brauchen wir eine Werkbank für. Und die kann ich ja jetzt schlecht mitnehmen. Dann haben wir 2 volle davon. So, was brauchen wir hierfür? Einfach 4 Holzscheite. Ja, werden wir tun. Werden wir tun. Wir bauen da einfach ein Bett drunter. Und, ja, eine Kiste vielleicht noch. So. Ich wollte genau essen und trinken, wollte ich gucken. Da, 10 kleiner Stein. 2, 4, 6, 8. Mehr habe ich auch nicht. Gut. Und noch eins. 10. Super. So. Dann auf geht's. Mit dem Wagen. Ich werde auf jeden Fall auf dem Weg gucken, dass ich noch ein paar Hölzer finde.
Und wir brauchen halt. So. Dann haben wir so ein kleines erstes Camp. Ich würde aber tatsächlich auch. Aber die Axt ist auch fast kaputt. Aber wir werden bestimmt noch einen Stein und einen Stock finden, oder? Ja, okay, ist vorbei. Furchtbar. Ich bin schon im Belegen, Leute. Ich sehe gerade, dass die Folge wieder vorbei ist. Wir machen das so. Wir haben uns ja jetzt zusammen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir machen es so, dass ich schon mal hinlaufe. Und zwar diesmal jetzt hier oben hin. Ich würde auch als allererstes diese Höhle hier dann. Oder muss ich in die andere Richtung? Ich laufe jetzt wieder hier lang. Das ist ja falsch. Ich hole das Ding gleich. Weil dann laufen wir hier hinten hin. Gucken dann hier in die Höhle rein, was da produziert wird. Und wenn es was anderes als Kupfer, ich brauche ja jetzt Aluminium. Also Aluminium wäre jetzt die nächste Höhle, die ich unbedingt brauche. Weil die Windkrafträder mit Aluminium laufen. Und deswegen würde ich das jetzt so machen. Passt auf. Ich stelle mir nochmal eine Axt her. Bereite jetzt nochmal auch Feuer vor. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.